Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video vom Kanal. Es geht weiter mit dem Pokémon-Sammelkartenspiel-Unpackings und zwar die Minitins-Freunde aus Paldea. Es geht weiter mit der zweiten Minitin hier mit Pikachu und im Hintergrund sind Chilingels zu erkennen hier. Sehr, sehr nice. Ja, was gönnt uns denn die zweite Minitin? Die erste hatte ja schon gegönnt. Wenn ihr wissen wollt, was drin war, schaut euch das Video an. Hier nochmal der Inhalt in dieser Minitin. Box Paldea Freunde findest du zwei Booster Packs, ein Fliegerbogen und eine Pokémon Bildkarte, die man zusammenlegen kann mit dem Motiv dieser Tinbox, also mit Pikachu und Chilingel. So, wir machen das vorsichtig auf. Zack. Plastik weg. Und dann gucken wir rein, ohne Umschweife. Und diesmal kriege ich die Links auch direkt auf die Tindose. Und da hätten wir dann hier die Karte von Pikachu. Ja, Pikachu, Pokémon Nummer 25 ist es. Ein Maus-Pokémon, Größe 0,4 Meter, Gewicht 6 Kilo. Je stärker die Elektrizität ist, die Pikachu produziert, desto weicher und elastischer sind seine Backentaschen. So, und die Karte, ich habe hier noch die aus der vorherigen Tinbox, kann man jetzt zusammenlegen. Dann ergibt das so langsam ein Bild. Ja, ersten zwei Teile des Bildes haben wir schon. Ja, und dann haben wir auch natürlich den passenden Sticker dazu. Ja, klar. Und wir haben hier einmal Karmesin und Purpur und noch einmal strahlende Sterne. So. Und dann schauen wir mal, was gönnt, wenn überhaupt, eins. Vielleicht auch beide, wäre natürlich auch cool. Dann haben wir einen Gyarados und hier haben wir einen Arceus. Mal gucken. Vielleicht bringt uns Arceus ja Glück. Das Gott-Pokémon. Wir werden es immerhin, es ist eine schwarze Codekarte diesmal. Ich meine ja irgendwie, wenn es weiße Codekarten ist, ist es nichts. Wenn eine schwarze Codekarte drin ist, könnte es ein Hit sein. Ein guter. So, vier Karten nach vorne. Und ich würde sagen, wir haben letztes Mal Elektro genommen. Ich nehme wieder Elektro. Komm, was soll's. Pflanze, schade. So, dann haben wir hier ein Lepumentas. Ein Tafelwasser-Pack. Ein Stami. Magma. Sterndu. Burmi, ein Karadonis, sehr nice. Dann ein Kikugi. Dann haben wir schon die Reverse, glaube ich, als nächstes. Oh, es ist eine Trainer Gallery Karte und zwar ein Aquana. Sieht das nicht richtig, richtig cool aus? Was ist das denn bitte für eine geile Trainer Gallery Karte? Trainer Gallery Karte Nummer 2. Aquana entwickelt sich aus Evoli. Reißendes Erwachen, Fähigkeit. Wenn an dieses Pokémon eine Gedächtniskapsel angelegt ist, haben Feuer-Pokémon im Spiel keine Fähigkeiten. Deine und die deines Gegners, genau. Und Aurora-Strahl mit 70 Schadenspunkte. Nice. Okay, das war also der erste Hit. Und haben wir tatsächlich einen doppelten Hit in diesem strahlende Sterne-Pack? Wir werden es sehen. Also, und wir haben... Nein. Na doch, immerhin. Es ist eine Holo-Rare hier mit dem Lavados. Sehr, sehr nice. Cool. Okay, aber ich würde sagen, eine Trainer Gallery Karte ist schon mal ein guter Anfang. Da muss Karmesin und Purpur jetzt erstmal nachlegen. Wir sind gespannt. Was bekommen wir in Karmesin und Purpur geboten? Haben wir hier vielleicht auch einen Hit? Vielleicht sogar einen Doppelhit, wer weiß. Codekarte. Dann haben wir hier die Energiekarte. Und ich bleibe bei Elektro. Stahl. Schade. Okay, dann haben wir hier Hunduster, Driftlon, Flanival, Knattox, Hytera, dann haben wir Jim, ein Feliospa, Weiterentwicklung von Felori, dann haben wir Knattox als Reverse, dann haben wir jetzt den zweiten Reverse-Slot, hier könnte eine Special-Karte sein und es ist jawohl, ein Trassler als Illustration Rare hier. Mega cool. Trassler, 70 KP, Psycho-Pokémon mit Psycho-Schuss für 30 Schadenspunkte. Sehr, sehr nice. Okay, also wir haben schon mal Trainer Gallery gegen hier so eine Secret Rare. Nee, was habe ich gesagt? Ach, ich weiß, ich vergesse schon wieder immer. Aber vielleicht haben wir sogar einen Doppelhit bei Karmesin und Purpur.
Das ist ja auf jeden Fall eine Holo, das wissen wir ja. Und, ha, das ist wieder Forschung des Professors, aber die Standardforschung des Professors Karte, eine normale Rare-Karte. Ja, also, wir haben zwei Full-Art-Karten gegeneinander. Hier Trainer Gallery und hier die genau, Illustration Rare hießen die, glaube ich. Ja, ich irgendwie so genau. Und die anderen waren ja die Special Illustration Rares, genau. Irgendwie so. Irgendwann lerne ich das noch. Ja, ja, das ist so, wenn man es so vergleicht. Ja, recht ausgeglichen, aber in Summe ein gutes Ergebnis, würde ich sagen. Zwei Booster, zwei Hits, kann sich sehen lassen. Ich bin zufrieden mit der Pikachu Minitin auf jeden Fall, ja. Das Trassler habe ich auch noch nicht, das Aquana habe ich auch nicht, also von daher in doppelter Hinsicht super. Ja, gefällt mir. Wie sieht es denn bei euch aus? Was haltet ihr von den beiden Hits? Was würdet ihr sagen ist besser? Findet ihr das Aquana besser oder eher doch das Trassler? Also mir hat das Trassler ganz leicht die Nase vorn, muss ich sagen. Weiß nicht warum, aber wahrscheinlich, weil mir Karmesin und Purpur einfach mehr zusagt im Moment als das Schwert und Schild noch. Aber naja, Geschmackssache. Dann auf die Frage, habt ihr euch schon Minitins gekauft? Wenn ja, was für welche? Habt ihr euch alle fünf gekauft oder nur ein oder zwei spezielle oder wie viele spezielle auch immer? Was für welche dann? Was hattet ihr für Hits drin? War bei euch strahlende Sterne besser oder Karmesin und Purpur? Würde mich mal interessieren, was ihr da so schön für schöne Hits hattet, aber auch vielleicht aus anderen Produkten Pokémon-Sammelkartenspiel. Und ansonsten alles, was so euch zum Thema Pokémon-Sammelkartenspiel oder Sammelkartenspiel allgemein, zum Pokémon-Videospiel oder zu Videospielen allgemein, zum Anime, zum Manga von Pokémon oder alles, was hier irgendwie thematisch dazu passt, einfällt, haut's mal in die Kommentare und lasst uns dann ein bisschen drüber quatschen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Denkt aber auch daran, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr immer Bescheid bekommt, wenn ein neues Video online geht. Dann sage ich danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.